Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen meine Streitschrift Keine Macht den Doofen vorstellen zu dürfen. Die größte Bedrohung der Menschheit geht nicht von Erdbeben und Tsunamis aus, auch nicht von skrupellosen Politikern, raffgierigen Managern oder finsteren Verschwörern, sondern von einer einzigartigen, weltumspannenden, alle Dimensionen sprengenden Riesenblödheit. Wer es nicht glaubt, ist schon infiziert. Zwar gab es immer wieder hoffnungsvolle Ansätze, das Zusammenleben der Menschen vernünftiger zu gestalten, doch solche Experimente waren selten von Dauer. Die mächtige Internationale der Doofen, der Engstirnigen, der Ewiggestrigen, der hoffnungslos Zurückgebliebenen kehrte schon bald wieder zurück ans Dirigierpult der Geschichte und gab den debilen Takt vor, nach dem die Verhältnisse zu tanzen haben. John Adams, der zweite Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, beklagte bereits im 18. Jahrhundert, während alle anderen Wissenschaften vorangeschritten sind, tritt die Regierungskunst auf der Stelle. Könnte es sein, dass die Politik hinter den Wissenschaften und Künsten geistig zurückbleibt, weil sie den geistig Zurückgebliebenen besondere Entfaltungsmöglichkeiten bietet? Es dürfte nicht schwerfallen, Politiker zu finden, an deren Beispiel man eine solche These erhärten könnte. Dennoch zielt sie an der Realität vorbei. Denn die Macht der Doofen beruht nicht auf individuellen Minderbegabungen, die in der Politik, so fair sollte man sein, nicht häufiger auftreten als im Bevölkerungsdurchschnitt, sondern auf kollektiven Denkschwächen. Politisch wirksam ist Dummheit nur, wenn sie epidemische Maße annimmt, wenn der Irrsinn so allgegenwärtig ist, dass er als solcher nicht mehr zu erkennen ist. Denn wir alle sind Gefangene der kulturellen Matrix, in die wir hineinsozialisiert wurden. Erschreckend viele Vordenker der Menschheit wurden zu Lebzeiten nicht geachtet, sondern geächtet. Wurden verlacht, verfolgt, verhaftet, verbannt oder gar bei lebendigem Leibe verbrannt. Zwar hat sich seit dem mörderischen Treiben der Inquisition vieles geändert, der eherne Zusammenhang von Macht und Dummheit ist aber erhalten geblieben. Ich habe es satt, von Politikern, Religionsführern, Wirtschaftsweisen, Medienleuten, ja selbst von Philosophen, die ewig gleichen, inhaltsleeren, nichtssagenden Phrasen zu hören. Und mir dreht sich der Magen um, wenn ich mit ansehen muss, wie diese angeblich so intelligente Spezies jeder noch so kruden Wahnidee nachläuft. Bis zum Beweis des Gegenteils gehe ich deshalb davon aus, dass unsere sogenannte Hochkultur nicht nur die technologischen Potenziale der Menschheit in ungeahnte Höhen schraubt, sondern auch die menschliche Dummheit. Und genau das macht die gegenwärtige Weltlage so ungemein gefährlich. Wenn Spitzentechnologie und Spitzenidiotie aufeinandertreffen, sind die Folgen in der Regel katastrophal. Das erste Kapitel des Buchs trägt den Titel Homo Demens, warum ich mich schäme, Mensch zu sein. In diesem Kapitel lästere ich zunächst ein wenig über die offizielle Bezeichnung, die wir unserer noblen Spezies gegeben haben, Homo sapiens, der weise Mensch. Wäre es nicht so traurig, könnte man es für den tollsten Witz der Geschichte halten. Der weise Mensch, das ist etwa so original wie der vegetarische Löwe, der steppende Regenwurm oder die bürokratische Spitzmaus. Eine weit treffendere Artbezeichnung wäre wohl Homo Demens, der Irre, der wahnsinnige Mensch. Denn genau das zeichnet uns vor allen anderen Tieren aus. Nur wir sind irrsinnig genug, unser Leben für pure Fiktion wie Gott und Vaterland, Ehre und Ruhm aufzuopfern. Keine Ideologie ist absurd genug, als dass wir für sie nicht bis zum bitteren Ende kämpfen würden. Es reicht, einen Blick in die Geschichte der Religionen zu werfen, um sich ein Bild von der kolossalen Wahnanfälligkeit der Menschen zu machen. Denn noch immer bilden wir aufrecht gehenden Deppen uns ein, dass das Universum von einem Schöpfergott exklusiv für uns und die Unsrigen erschaffen wurde. Die menschliche Hybris im Mittelpunkt des Kosmos zu stehen, ist wohl die dümmste und politisch verheerendste Wahnidee, die Homo Demens je hervorgebracht hat. Sie ist gewissermaßen die Mutter allen Schwachsinns. Von ihr stammen nicht nur unzählige religiöse Idiotismen ab, sondern auch der weltliche Herrschaftsanspruch über den Globus, den Homo Demens seit jeher gnadenlos vollstreckt.
Wie blöde muss man eigentlich sein, um den Größenwahn zu übersehen, der uns Tag für Tag in Kirchen, Moscheen, Synagogen, Tempeln entgegenschwappt? Der vermeintliche Schöpfer des unendlichen Universums soll wirklich nichts Besseres im Sinn gehabt haben, als sich ausgerechnet in Gestalt einer zufällig entstandenen und bald wieder aussterbenden Affenart auf dem Mini-Planeten Erde zu inkarnieren und gekreuzigt zu werden? Lächerlich. Es ist schon bemerkenswert, was sich Homo sapiens demens so alles einzubilden vermag, bloß weil er die Körperbehaarung abgeworfen und die Digitalarmbanduhr angezogen hat. In völliger Verkennung der Tatsache, dass wir natürlich ein Teil der Natur sind und nicht über der Natur stehen, machen wir uns getreu der dummdreisten biblischen Maxime die Erde untertan. Wir haben die Böden vergiftet, die Luft verpestet, die Meere überfischt, die Wälder gerodet. Wir haben innerhalb eines schlappen Jahrhunderts Ressourcen ausgeplündert, die über Jahrmillionen entstanden sind und im Gegenzug Technologien erfunden, die ganze Landstriche für Jahrtausende unbewohnbar machen. Glauben Sie mir, könnte man aus dem Club Homo sapiens demens austreten, so wie man einen miesen Sportverein, einer von Idioten durchsetzten Partei, einer von Schwachköpfen dominierten Glaubensgemeinschaft die Mitgliedschaft aufkündigt? Ich hätte es längst getan. Homo demens erschuf die Götter nach seinem Ebenbild. Kein Wunder, dass sie sich in einem solch beklagenswerten Zustand befinden. Wenn man sich die Mühe macht, die religiösen Heilserzählungen kritisch zu überprüfen, wie ich es in dem Buch getan habe, kommt man zu dem Schluss, dass sich die grundlegenden Mythen der sogenannten Hochreligion durch eine geradezu mitleiderregende Dämlichkeit auszeichnen. Die katholische Kirche bildet Jahr für Jahr neue Teufelsaustreiber aus, um der dämonischen Gefahr entgegenzuwirken. Auf dem afrikanischen Kontinent findet seit gut einem Jahrzehnt, angeheizt von westlichen Predigern und getreu der biblischen Maxime, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen, eine neue Hexenverfolgung statt, der bereits zehntausende Kinder zum Opfer gefallen sind. Palästinensische Frauen berichten voller Stolz, dass sie ihre Söhne schon im Kleinkindalter auf ein ruhmreiches Ableben als Sprengstoffattentäter vorbereiten. Glauben Sie nicht, dass diese jungen Frauen ihre Kinder nicht lieben würden. Das Gegenteil ist der Fall. Sie wollen wie alle guten Mütter nur das Beste für ihr Kind. Und etwas Besseres als Allahs Belohnung für einen Märtyrertod können sie sich einfach nicht vorstellen. In den Medien wird dieser alltägliche Glaubenswahn mit dem Begriff Religion umschrieben. Religiotie ist eine selten diagnostizierte, wenn auch häufig auftretende Form der geistigen Behinderung, die durch intensive Glaubensindoktrination vornehmlich im Kindesalter ausgelöst wird. Sie führt zu deutlich unterdurchschnittlichen kognitiven Leistungen sowie zu unangemessenen emotionalen Reaktionen, sobald es um glaubensrelevante Sachverhalte geht. Der Begriff religiöse Idiotie oder kurz Religiotie mag verletzend klingen, beschreibt jedoch besser als jeder Alternativbegriff eines der zentralen Probleme unserer Zeit. Solange nämlich Religionen das Sagen auf unserem Planeten haben, und das haben sie leider, Mensch sei es geklagt, in vielen Teilen der Welt, sind alle Versuche, das Zusammenleben der Menschen vernünftiger, freier, gerechter zu gestalten, notwendigerweise zum Scheitern verurteilt. Der eigentliche Grund für die globale Misere liegt nicht in der gestiegenen Biomasse des Menschen, sondern in der zu wenig genutzten Hirnmasse. Wir sind schlichtweg zu doof, um so viele zu sein. Jede ökologische Nische verträgt nur ein gewisses Maß an Blödheit. Und der Mensch überspannt den Bogen in dieser Hinsicht gewaltig. Dafür gibt es kaum ein besseres Beispiel als unsere heutige Wegwerfgesellschaft, die einerseits völlig irrsinnige Konsequenzen hat, andererseits jedoch auf durchaus rationalen Wirtschaftsstrategien beruht. Denn nur wenn wir allesamt wie die Irrsinnigen konsumieren, erhalten wir zur Belohnung jenes sehnsüchtig erwartete wirtschaftliche Wachstum, für das westliche Politiker ebenso inbrünstig beten wie fromme Katholiken für die Vergebung ihrer Sünden. Als würde es nicht genügen, dass wir dumme Produkte erschaffen, die uns und unsere Umwelt schwer belasten, versagen wir auch noch vor der Aufgabe, den Austausch dieser Produkte vernünftig zu organisieren. Zwar ergibt Minus mal Minus mathematisch ein Plus, aber das fette Plus, das aus der doofen Verteilung doofer Produkte resultiert, landet wie durch Zauberhand auf den Konten einiger weniger, während der überwiegende Teil der Menschheit blöde aus der toxisch belasteten Wäsche schaut. Worin besteht der Grundfehler unserer Wirtschaft? Das ist schwer auf einen Nenner zu bringen, ich will es mal versuchen.
Statt dafür zu sorgen, dass Geld eine stabile, transparente und neutrale Verrechnungseinheit für den Austausch von Gütern und Dienstleistungen ist, haben wir alles daran gesetzt, es in ein instabiles, intransparentes und parteiisches Instrument der Umverteilung zu verwandeln, das den Austausch von Gütern und Dienstleistungen grundsätzlich und immer häufiger behindert. Wie uns dieses Idiotenstück gelungen ist, ganz einfach: Wir machten das Tauschmittel Geld zum einzigen oder wichtigsten Tauschzweck. Aus dem Medium des Warenhandels die Handelsware schlechthin. Nur auf dem Boden dieser Basisblödheit konnte die Illusion gedeihen, dass man realen Wohlstand dadurch erzeugen könne, indem man fiktives Kapital in fiktives Kapital investiert. Einer der zentralen Gründe für die Krise liegt darin, dass die zunehmende Umverteilung des Vermögens von Arm auf Reich die Banken schon von einiger Zeit in einen regelrechten Anlagenotstand gebracht haben. Sie wussten nicht mehr, wohin sie ihr Geld noch verleihen sollten. Die scheinbar clevere Lösung dieses Problems bestand darin, fiktive Kapitalanlagen in Form von Finanzprodukten zu erfinden. Also steckte man faule Kredite an Menschen, die sie niemals zurückzahlen konnten, in immer originellere und undurchsichtigere Verpackungen, was tatsächlich eine ganze Zeit lang gut ging, aber im Schluss flog dieser Schwindel dann auf. Und was dann passierte, ist besonders originell, denn in diesem Moment der Wahrheit musste der Staat eingreifen und mit Multimilliardenkrediten nicht nur die Banken, sondern auch die von ihnen verwalteten Vermögen retten. Die Pointe dabei ist, dass das Vermögen zur Rettung des Vermögens aus diesem Vermögen selbst stammt, sodass der rettende Staat noch höhere Zinsbeträge an die Besitzer der geretteten Vermögen zahlen muss. Und damit nicht genug. Die Verwalter des geretteten Vermögens revanchieren sich nun beim Staat für diese Rettungstat, indem sie mit gerettetem Vermögen gegen den Retter des Vermögens wetten, das ist die Euro-Staaten-Krise, sodass dieser noch mehr gerettetes Vermögen braucht, um das gerettete Vermögen vor jenen zu retten, deren Vermögen eigentlich gerettet werden muss. Letztlich beruhen nicht nur die Finanzmärkte, sondern unser gesamtes Geldsystem auf der debilen Logik von Kettenbriefen. Wir bräuchten Politiker, die mit Entschiedenheit dafür eintreten, dass aus dem Kapital weniger das Kapital vieler wird. Doch sind solche Politiker irgendwie in Sicht? Nein. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber mir persönlich fällt es immer schwerer, mich dazu zu motivieren, an Wahlen teilzunehmen. Denn gerade in der Nische der Politik sind Selektionskräfte am Werk, die nachdenkliche, kreative, empathische Menschen eher behindern als fördern. Wie auch könnte ein origineller, fantasievoller, sensibler Mensch all den Stumpfsinn, all die Kleingeistigkeit, all den Zwang zu opportunistischer Heuchelei überstehen, der einem Berufspolitiker während seines Marsch durch die Institutionen zugemutet wird? Selbstverständlich gibt es in allen Parteien kluge, sensible, innovative Politikerinnen und Politiker, die es irgendwie geschafft haben, sich durch das System hindurchzumogeln, ohne dabei ihre Fantasie und Feinfühligkeit, ihre Integrität gänzlich zu verlieren. Doch diese Menschen bilden in allen Parteien tragischerweise eine Minderheit, die sich gegen die Mehrheit der hohlen Phrasendrescher, der zwanghaften Mobber, der dumpfen Berufsopportunisten kaum durchsetzen kann. Religiotie, Ökologiotie und Ökonomiotie, all diese Schwachsinnsformen vereinigen sich auf politischer Ebene zu einer allumfassenden Megablödheit, die ich Politiotie nenne. Was ist denn verdammt nochmal in unserer Entwicklung so schrecklich schiefgelaufen, dass wir diesen Stumpfsinn zulassen? Warum ist ein Ende dieser Farce noch immer nicht in Sicht? Wie kann es sein, und das ist tragisch, dass aus all den süßen Homo sapiens Babys, die Tag für Tag das Licht der Welt erblicken, mit erschreckender Regelmäßigkeit minder bemittelte Homo Demens Erwachsene werden. In der Tat ist es zum Haare ausreißen, mit welch debilen Quark wehrlose Kinder schon in der Familie, im Kindergarten, in der Grundschule, schlimmer noch in christlichen Sonntags- oder muslimischen Koranschulen gefüttert werden. Letztlich läuft dieses Verbildungs- oder Verblödungssystem auf eine Erziehung zur Denkverödung hinaus, deren oberste pädagogische Kernbotschaft lautet: Schere dich nicht um Argumente. Gehe den Dingen nicht auf den Grund. Frage niemals nach dem Sinn des Ganzen, sondern passe dich an die herrschenden Gepflogenheiten an, auch wenn sie noch so himmelschreiend blöde sind. An der Wiege
Soziale Bewegungen standen immer Einzelpersonen, die verrückt genug waren, die Denktabus ihrer Zeit zu brechen. Natürlich wurden diese Unzeitgemäßen, die erstmalig für solch abenteuerliche Vorstellungen wie die Freiheit der Meinungsäußerung, die Abschaffung der Sklaverei, die Aufhebung des Rassismus, die Gleichstellung von Mann und Frau oder einen vernünftigeren Umgang mit der Natur eintraten, vom Establishment ihrer Zeit kaum ernst genommen oder wenn doch, möglichst schnell aus dem Verkehr gezogen. Auf lange Sicht aber konnte niemand verhindern, dass mehr und mehr Menschen von diesen aufrührerischen Ideen angesteckt wurden. Insofern ist es ermutigend, dass heute so viele Menschen auf die Straßen gehen und gegen die Torheiten protestieren, die ich in diesem Buch aufgezeigt habe. Allerdings gibt es etwas, was mich an diesen Widerstandsbewegungen enorm stört, nämlich ihr mitunter wirklich penetranter, hochmoralischer Impetus. Offenbar meinen viele tatsächlich, dass die globale Krise auf moralisch verwerflichen Handlungen einzelner Personen beruhe, auf individueller Raffgier oder Boshaftigkeit. Tatsächlich aber sind diese Toren der Macht nicht eigennützige, sind nicht moralisch verwerfliche, sie sind nicht böser als die Narren des Widerstands. Sie besetzen bloß andere Funktionen im sozialen System. Die Toren der Macht sind keine Dämonen, sondern sie tun das, was die jeweiligen Subsysteme, die sozialen Subsysteme, ihnen abverlangen. Was wir in der gegenwärtigen Situation daher brauchen, ist nicht moralische Empörung, sondern kulturelle Entblödung. Statt empört euch, sollte es heißen, entblödet euch. Denn die große Konfliktlinie unserer Zeit verläuft nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Klug und Blöde. Tun wir also unseren Politikern, Unternehmern, Bankern, Journalisten, Lehrern und Predigern den Gefallen und befreien sie aus den dummen Zwängen dummer Systeme. Es ist in der Zeit, für eine grundlegende Reform der sozialen Systeme zu sorgen. Es gilt zu verhindern, dass Homo sapiens, Homo demens das Feld überlässt. Denn wenn der Klügere nachgibt, trägt der Dümmere den Sieg davon. Einen Triumph der Idioten können wir uns heute jedoch noch weniger leisten als je zuvor. Der Zug der Menschheit hat durch die kulturelle Evolution, durch Technik und Globalisierung so viel Fahrt aufgenommen, dass es unverantwortlich wäre, die Steuerknüppel ausgemachten Hohlköpfen zu belassen. Schaffen wir also die Voraussetzungen dafür, dass die Macht der Doofen gebrochen werden kann. Das ist und bleibt die große Herausforderung unserer Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.